So, Freunde, und weiter geht's hier mit Star Trek, das Spiel. Und wir sind hier immer noch. Eben hatten wir ja den Fight mit den Gorn. Und jetzt müssen wir mal zusehen, dass wir hier das Helios wieder bekommen. Das haben die Saubeutel nämlich mitgenommen. Ja, vorab, wenn euch die Folge gefällt, wenn euch das Let's Play gefällt, dann würde ich mich freuen, wenn ihr mir einen Daumen hoch gebt. Vielleicht mir einen Kommentar hinterlasst, was ich besser machen kann, was euch gut gefallen hat. Ich werde es alles möglichst irgendwie berücksichtigen. So, Betäubungsgranaten. So, die nehmen wir doch gleich mal mit. Eine und zwei. So, und die können wir nämlich... Hier haben wir die, okay. Oben haben wir das Ding, rechts den Phaser und links die Betäubungsgranaten. Das heißt, wir werden gleich eine... Scotty, check off, respond. You will have a difficult time communicating with your crew, Captain. When the Helios device is out of its containment cell, it causes... Sind das gute oder böse? Perfect. Gute. It's like it's just you and me, Spock. Oh. That seems to be the usual course. Schade. So, wollen wir das mal ausprobieren? Mit den Granaten. Naja, so toll war es jetzt nicht, ne? Na, komm. Ach komm, tut doch nicht so. Okay. Wo ist denn Spock eigentlich? Ah. So, jetzt würde ich gerne wissen, in welche Richtung die Feinde sind. Und was das hier für ein Blödsinn ist. Okay, vielleicht sollten wir erstmal hin. Und dann hinter uns verriegeln. So, Spock, kommst du bitte? Mhm. Okay, ist doch nicht ganz verriegeln. Ach, das sind so Schutzwände, alles klar. So, ja, wir müssen denen eigentlich auch öfters mal Befehle geben. Hier, öffne mal. So, einer ist hier, glaube ich, noch, ne? Hier hinter. Okay, so hätten wir es auch machen können. Ach, je. Ach, scheiße. Na? Boah, ihr Mistviecher, ey. Könnt ihr mal drauf gehen? So, da hinten im Hintergrund sieht man schon mal welche. Aber die scheint tatsächlich draufgegangen zu sein jetzt. Mal hier kurz reingucken, was wir hier haben. Nicht so spannend, oder? Aha. Was ist das? We stand at the dawn of a new era for the Vulcan race.
Thanks to Helios, we und diesmal mit Untertitel. A new home on a planet never before inhabited. The unlimited energy provided by Helios will allow us to create a haven for our people. And yet, our resources provided by the Vulcan High Council are insufficient. Without help from another source, I fear our greatest hope may be lost before it can be born. Alles klar. So, dann geht's mal weiter. Also es erinnert tatsächlich so ein bisschen an Dead Space 3. Hier mit den Nachrichten, die es hier immer gibt. So, Munition auffüllen. Das machen wir doch auch gerne. Was ist das? Okay. So, hier müssen wir durch. Und da haben wir auch gleich, ja, Feinde. So, Spock, komm ran hier. Herzlichen Dank. So, und den müssen wir wohl betäuben. Tatsächlich. Also, da musste der Spock aber auch schon ganz lange lernen, dass er das verstanden hat, ja, ist jetzt die Frage, wohin, ne? Also hier vorne haben wir wieder die Dinger zum Festhalten. Ich weiß nur nicht, ob das jetzt vielleicht die beste ist. Tja, sollen wir versuchen, da ran zu springen? Ach so, das Ding hier vorne. Ah. Alles klar. So, können wir den nicht schon aktivieren? Die auch nicht. Wollen wir nicht einfach mal den Spock vorschicken? Clock's ticking, Commander. Na? Okay, dann machen wir das. Okay. Also, nur einfach hinspringen ist nicht das Richtige. Der lebt ja immer noch. Ah, okay. I believe that water is now an electrical hazard. We need to find a way across without stepping in the water. Get wet and I get zapped. Seems simple enough. Indeed. Ah, jetzt können wir die aktivieren, oder was? Wir gingen es daneben nicht. Na gut. Ja, an den da hinten komme ich nicht ran. Schade. We need to find a way to cross without stepping in this water. Tja, tatsächlich. That room is equipped with extendable electronics bays. Deploying them may provide the route you need. Ja, die Frage ist einfach, wie wir da es schaffen, da hinzukommen. Ich meine, over here. Der Spock, der will da ja nicht hin. Ja, super. Na gut. Aha. Jetzt hat's geklappt. So, die Frage ist jetzt nur, aber ich glaube, die Richtung ist egal. Wir gehen mal hier lang. Yes. Na gut. Sauber. So. Und zack. Können wir eigentlich von hier das machen? Jawohl. So. Something has happened to my father. I think the Gorn have taken Serac. Where is he? We'll get him back. No, the Helios machine must be your top priority. Serac would not have us save him, only to put the entire galaxy in danger. Tamar, what's the status of the device?
They've nearly reached the surface. Damn it, we need to move faster. So, und jetzt sollen wir das dem Spock ausschalten, ne? Ja. War ja klar. Und der schwimmt hier jetzt rüber, oder wie? Na, kommst du? Gut, dann bleib halt da. Mach ich das hier halt alleine. Was zum... Captain, you have reached another unpowered door. Look around. Can you see any power cells? Where are we going to find another power cell? Perhaps we can retrieve a power cell from a functional socket. Okay. Also, wir brauchen so eine, ich nenne sie einfach mal so eine Batterie. Die Captain, Frage ist, I think nur, I see a power cell in that laboratory. Ja, vielen Dank. Im Labor. Ach, war die Tür offen. So, Spock. Komm mal her, hier ist echt lächerlich, was du machst. Captain, look up. Ach so. Wie sollen wir denn da hochkommen? Halten um Räuberleiter bitten. Ja, aber der Typ ist ja gar nicht hier. Ach, jetzt auf einmal. So, dann schauen wir mal. Und dann gehen wir hier mal runter. Und hier muss ja irgendwo eine sein. Da vorne. So, vielleicht sollten wir erstmal die Tür aufmachen. So, und dann nehmen wir das Ding mal raus. Das sind, glaube ich, die Dinger, womit uns auch dieser Gorn die ganze Zeit hat versucht zu bewerfen. So, und rein damit. Na, jawohl. Doors open, let's get moving. So, und komm ran hier, Herr Spock. Gut, dann schauen wir mal, was wir hier noch so haben. Also, ich muss feststellen, die Level sind schon mal ganz schön lang. Ich weiß jetzt nicht, wie viele Level es insgesamt gibt. Das werde ich dann eventuell in einer nächsten Folge wissen und euch dann sagen. Aber es werden einige sein, schätze ich. Oh, und es geht mal wieder nach draußen, ist das schön. Oh. So, was ist unser Auftrag? Hier vorne. So, vielleicht sollten wir uns beeilen. Und ein Schiff. Ich hoffe, das ist für uns. Okay, es ist nicht für uns. You gotta be kidding me. Where are these things coming from? Alter, hau ab hier. Das ist mein Poller. So, noch mehr oder wie? There he goes. Let's get him. Na, und er ist so zu wieder entkommen. Okay, aber nicht dem Spock. Ei. So, vielleicht versuchst du da mal hochzukommen. Okay, das ist echt gut gemacht gerade. So, kommen wir hier hoch? Sauber. Na komm. So, nochmal zur Erinnerung, ich bin auf der Xbox.
bevor hier jetzt die ersten Flames kommen, wie schlecht ich ziele. Komm. Ey, was soll der Scheiß hier? Na komm. Ah. Das ist nicht gut. Also, die haben echt Mut zum Kollateralschaden hier auf ihre Schiffe. Und das gibt wahrscheinlich einen ganz guten Knall. Tja. Was ist passiert? Also, das Schiff hat uns hier mitgenommen. Wir sind hier irgendwo reingeflogen. Und es sieht aus, als hätten wir uns ein bisschen wehgetan. Scheiße, da. Also wir müssen aufpassen, dass wir die nicht zu sehr überhitzen, die Dinger. Tamar, where is the nearest medical facility? There is a medical facility nearby. I will mark it on your tricorder. You could pick up the pace, Spock. So, ist das Ding hier schon? Reicht es hier? Sieht nicht so aus. Geh mal von der Wand da weg. Ja, super. Ach Mann, ey, was war das denn? Das war ja ganz blöd. Irgendwas hat da auch nicht gepasst mit der Steuerung. Also wenn man einmal an der Wand dran ist, hat man ein Problem. So, und jetzt gucken wir gerade nochmal. Ah, jetzt kommen da schon wieder welche. Also ich schätze mal, dass wir da durch müssen. Da kommen auf jeden Fall die Feinde her. So, 30 Meter. Take it easy, Spock. The sooner we get you to the medbay, the sooner we can heal that leg. You should hurry. I'm detecting more Gorn approaching your location. There's a gurney over there. So, dann betten wir den mal auf. Captain, I will not be able to repair your leg and hold off these creatures at the same time. Just fix my leg, Spock. I'll hold them off. So, und jetzt? Können wir hier vielleicht irgendwie... Aha. You're enjoying this, aren't you? I assure you that I am not. This may... Damn it! Hurt. Ja, wo denn? Ach da. Ah, der ist schon wieder über Hits und Scheiß. Good as new. Let's get out of here. Captain, we must find a way outside. I am on my way to your location.
So, und wir machen hier nochmal ein kurzes Päuschen und wir sehen uns dann in der nächsten Folge. Bis dann.